Ein weiteres Unentschieden im Derby auf vielfachen Wunsch. Robert Ljubicic, unser Torschütze, mit dabei. Wir beginnen bitte mit ihm. Und Robert, darf dich bitten, nicht der erste Ljubicic, der in einem Derby getroffen hat. Vielleicht ein paar Worte zu deinem Tor und wie du das Spiel gesehen hast. Ja, zum Tor. Ich glaube, wir haben uns vorgenommen, dass wir vorne angreifen, dass wir die Austria zu Fehler zwingen, und das ist uns in dieser Situation gelungen. Ich glaube, der Ferdi wollte dann mir den Ball spielen, aber der Ball ist dann zum Zimmermann gekommen. Ja, dann glücklicherweise ist er dann am Schluss nach dem Schuss zu mir gekommen und ich habe ihn dann irgendwie reingehaut. Und zum Spiel, ja, ich glaube, die erste Halbzeit haben wir es komplett im Griff gehabt. Und durch einen unglücklichen Fehler haben wir, keine Ahnung, glaube ich, die Austria ins Spiel gebracht. Und ja, die zweite Halbzeit, glaube ich, war dann ausgeglichen. Dankeschön. Dann darf ich euch bitten, Fragen an den Robert zu stellen und dann kommen wir zum Trainer. Bitte kurzes Handzeichen, und Christian Hackl bekommt traditionell nach seiner Genesung das Mikrofon. Robert, du bist ja nicht so lang dabei, aber es gehen wahnsinnig viele Wiener Derbys unentschieden aus in letzter Zeit. Ist das irgendwie mental, dass man dann vielleicht irgendwie auch die Angst, dass man was verliert, vielleicht größer wird als der Wille, unbedingt zu gewinnen? Das war jetzt das dritte 1-1 in der Saison, ne? Und davor. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, jeder Spieler stellt sich wie vor jedem Spiel ein bei so einem Spiel. Aber ich glaube, ein Wiener Derby ist immer was ganz Besonderes. Ja, es ist ein bisschen unglücklich jetzt, dass es dreimal hintereinander ein Unentschieden war. Aber ja, wir haben noch ein Spiel auswärts bei der Austria. Danke. Bitte, Rainer Portenschlager, Kronenzeitung. Robert, dein Tor ist gelungen, weil ihr angepresst habt, weil ihr früh attackiert habt. Warum ist euch das nach der Pause überhaupt nicht mehr gelungen? Oder selten im Kollektiv? Du hast sogar ein paar Phasen gehabt, wo du plötzlich dann vorderster Mann war und vorne draufgelaufen bist. Aber ihr seid jetzt nie in so Pressingsituationen mehr gekommen. Lag das an Austria, lag das an euch? Ja, ich glaube, die Austria hat dann ein bisschen umgestellt. Sie ist dann oft mit zwei Sechsern nach hinten gekommen. Das hat uns, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, aber ja, wir haben, glaube ich, wir haben dann bei den langen Bällen oft die zweiten Bälle verloren, und ich glaube, das hat uns sehr viele Schwierigkeiten bereitet. Inwieweit hat die Partie an das Cupspiel gegen Hartberg erinnert? Ihr führt, macht so einen Fehler und dann verliert es ein bisschen den Faden eigentlich. Boah, ich habe jetzt gar nicht an das Spiel an Hartberg gedacht, also es hat mich gar nicht daran erinnert. Hast du das Gefühl, dass der Ausgleich euch aus der Bank geworfen hat? Weil bis zum 1-0 war es ja dann drücken, habt ihr zwei Chancen gehabt, große aufs 2-0. Und danach eigentlich hat man das Gefühl gehabt, die Austria ist eigentlich dem Sieg näher. Ja, ich glaube, auch nach dem 1-1 haben wir die klaren Chancen gehabt, und ja, hätten wir dann am Schluss das Tor gemacht, hätten wir gesagt, ja, super, haben wir einen Derby-Sieg, aber jetzt reden wir darüber, dass ja dem Hardback-Spiel ähnelt. Ich weiß nicht. Ich glaube, im Schluss, groß und Ganzen war es ja ein ausgeglichenes Spiel und ein verdientes 1-1. Danke, dann gibt es noch eine Frage von Alexander Huber für den Kurier an den Robert Ljubicic. Robert, zu deiner persönlichen Entwicklung, das Ende in St. Pölten war ja gar nicht gut, dann hast du da Sperre gehabt, warst da krank und ist auch nicht gleich alles so rund gelaufen, und jetzt bist du seit vielen Wochen sehr konstant. Was hat sich da geändert, außer dass du jede Woche spielen kannst? Hat sich sonst noch was verändert? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich schaue immer, dass ich mein Maximum raushole und dass ich beim Training immer Gas gebe. Dass es am Anfang nicht so gut gelaufen ist, auch dass ich die 5 Spiele Sperre hatte, ist klar, aber ich glaube, ich bin glücklich, dass ich jede Partie spielen kann, und ich werde auch weiterhin sehr viel darauf setzen, dass ich jede Partie spiele und immer Gas geben, und ja, ich glaube, das ist das Rezept. Nachfrage, ich glaube, deine Grundposition hat sich durch den Trainerwechsel auch ein bisschen verschoben. Du gewinnst Zweikämpfe weiter vorne, weil sie auch mehr in der gegnerischen Hälfte seid. Kommt dir das entgegen, dass du
so im Schnitt ein paar Meter weiter vorne dein Spiel machen kannst. Ja, ist klar. Also meine richtige Position ist eh natürlich die Achterposition, aber wir schauen da immer, dass wir da sehr flexibel sind, dass wir beim Spielaufbau, dass ich den Ball hole und dass ich bei den Pressing-Situationen oder wenn wir eine Mannschaft anpressen, dass ich da ein bisschen höher gehe. Und ja, das ist sehr spezifisch und es passt auch zu meinem Spiel. Vielen Dank. Ich glaube, damit hat Robert von uns Feierabend. Danke, Robert. Und darf den Trainer bitten. Trainer, 1:1. Kollegen, wie immer, haben noch die Fernsehinterviews noch nicht gehört. Bitte ein Resümee aus deiner Sicht. Schönen guten Abend. Ja, unterm Strich denke ich ein verdientes 1:1. Wir haben nahezu perfekte 30 Minuten geboten, wo wir es einfach verabsäumt haben, das 2:3:0 wirklich dann über die Linie zu drücken. Aus dem Nichts ein Gegentor, wo wir mit dem ersten kleinen Fehler, oder ja, im Nachhinein dann einen großen Fehler, aber es passiert einfach ein Fehlpass, wirklich hart bestraft werden und dann ja, haben wir leider uns total aus unserem Konzept bringen lassen und ja, haben nicht mehr den Plan so durchgezogen, so mutig agiert, selbstbewusst, wie wir das vorhatten. Und dann muss man ganz ehrlich sein, dass wir gegen Ende der ersten Halbzeit auch Glück hatten, dass wir nicht mit einem Rückstand in die Pause gehen. Nach der Pause haben beide ja, taktisch ein bisschen adaptiert und ja, es war dann so, dass wir unbedingt den Sieg wollten, aber die Austria natürlich, wie wir wussten, sehr gute Qualität hat, einfach im Umschalten. Und da wollten wir nicht unbedingt die größten Räume hergeben. Und sie haben es dann, wie der Robert auch schon richtig gesagt hat, sie wollten uns locken mit Bands immer, mit dem Dreieraufbau. Und dann haben sie den langen Ball gespielt, wo sie dann Überzahl hatten auf dem zweiten Ball und da haben wir dann ein bisschen Probleme gehabt. Danke. Traditionell auch hier. Christian Hackl, bitte die erste Frage und wieder kurz aufs Mikrofon warten. Ich bleibe aber der Frage, dieses Phänomen Unentschieden beim Derby, wenn du die letzten anschaust, ist es auch im Kopf, dass man dann vielleicht doch im Endeffekt nichts riskieren will, dass die Angst zu verlieren vielleicht doch größer ist als der Wunsch zu gewinnen? Nein, also ich kann jetzt nur von uns sprechen. Wir wollten heute unbedingt gewinnen. Wir wollten, und das haben wir, glaube ich, von der ersten Sekunde an gezeigt, wir waren bereit, wir waren fokussiert die ganze Woche. Wir haben es einfach verabsäumt, die Entscheidung früher herbeizuführen. Und dann habe ich auch Parallelen gesehen, also, und was uns auch schon passiert ist, wenn wir dann einen schlechten Moment haben oder eine schlechte Szene, dass wir dann noch nicht so gefestigt sind und so konstant sind, dass wir das wegstecken und einfach weiter unser Ding durchziehen. Daraus müssen wir einfach in Zukunft lernen. Ich denke aber, es ist ein ganz normaler Prozess, wenn man sieht, wie jung wir aktuell sind. Du, eine Zusatzfrage. Ich meine, jetzt sind 2 Wochen Länderspielpause. Rapid stellt derartig viel Spieler ab. Was kann man da als Cheftrainer überhaupt machen? Das ist ja sehr zäh. Ich meine, ja, es ist halt so, nicht? Aber es ist auch schön, dass man, glaube ich, das halbe unter 21 Team stellt. Aber was kann man wirklich tun? Also wir sind als Verein sehr stolz, dass wir einige Nationalteamspieler haben, A-Team unter 21, auch U19. Und das zeigt einfach, dass wir da auf einem guten Weg sind. Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich alle zusammen habe und ganz normal trainieren könnte. Ein paar würden wahrscheinlich eine Regenerationszeit brauchen, eine Woche. Bei welchen auskurieren, ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass einige eh angeschlagen sind. Da müssen wir eh noch schauen, wie das die nächsten Tage weitergeht. Ansonsten ist unser Plan, dass von der KM2 einige raufkommen, damit wir da einfach auch wieder den Durchfluss gewähren. Ich denke, das ist gut so. Die U18 kommen einige in die KM2 zum Training. Wir werden das sehr individuell abarbeiten, vor allem in der ersten Woche oder den ersten 8 Tage, wo wir einfach glauben, der eine wird ein bisschen Pause brauchen, der andere muss vielleicht Wehwehchen auskurieren, die anderen brauchen vielleicht mehr Belastung als gewohnt. Und dementsprechend wird es sehr individuell alles ablaufen. Wunderbar. Christian Hackl, KM2 gleich Rapid 2. Ja, sicherheitshalber. Rainer, bitte.
Du hast gesagt, nach der Pause, die Austria wollte ich locken, er war zwar nicht unbedingt immer mutig genug, was wäre der Plan gewesen? Du hast ja oft auch mit Bell hinter dir ab, wenn ein paar Partien davor, ein bisschen auf Speed und Zimmermann, Treuf, die dann variiert haben, ist jetzt nie hinter die Abwehr gekommen. Eigentlich dann, was wäre euer Plan gewesen oder wart ihr dann nicht doch auch zu vorsichtig? Wir waren nicht mutig genug. Also das wird man ganz klar gesehen in der Aufbauphase mit unserem Torwart. Wir waren da nicht beweglich genug, mutig genug und haben so vermehrt auf lange Bälle gesetzt. Ja, war anders besprochen, ist trotzdem immer wieder ein gutes Mittel. Trotzdem im Großen und Ganzen haben wir wenig zugelassen und hätten vielleicht zum Schluss auch noch das Tor schießen können. Gibt es eine Frage von Alexander Huber? Bitte sehr. Vielleicht noch eine kurze Erklärung von deiner Seite, wenn es der Robert selbst nicht so ganz verorten kann. Warum ist er nach, würde ich sagen, manchen Spielen, wo man gesehen hat, wie großes Potenzial er hat im Herbst, jetzt mittlerweile wirklich fast Woche für Woche einer der Besten? Ja, der enorme Entwicklung genommen unter meiner Ära, muss ich jetzt wirklich sagen. Also er hat vom ersten Tag an Verantwortung übernommen. Er geht voran, nicht nur bei den Spielen, sondern auch im Training. Er bringt einfach wirklich viel positive Energie mit in die Kabine, auf das Feld. Und ja, er hat einfach diese Gewinnermentalität, die wir brauchen. Danke sehr. Gibt es noch eine abschließende Frage an den Trainer? Ansonsten würde ich mich ganz herzlich wie immer fürs Interesse bedanken. Ausverkauftes Haus wurde vermeldet. Glaube ich, ein schöner Fußballabend trotzdem, auch wenn es heute keinen Sieger gegeben hat. Aber ich habe geschaut, die letzten 10 Bundesliga-Runden beide Clubs nur eine Niederlage hinnehmen müssen. Also möge es zumindest bei uns so weitergehen, ohne Niederlage. Ja. Danke und schönen Abend. Bis in circa 2 Wochen. Danke.